Guten Tag und herzlich willkommen zurück zu Command & Conquer Generals. So, wir haben letztes Mal die Chinesen-Mission fertig bekommen. Deswegen geht's auch weiter mit der GBA-Mission, Mission 2. Hä? Natürlich wieder auf Mittel, wie bei den Chinesen auch. Und da freue ich mich schon auf die erste Mission. Ich bin gespannt, ob ich die GBA noch spielen kann oder nicht. So, und jetzt das Briefing. Mein General. Hören Sie auf den Rat Ihres treuen Verbündeten Kenwar Khan. Wir haben im Kampf gegen den Drachen des Ostens viele Männer verloren. Doch auch unsere Feinde sind geschwächt. Wichtige wirtschaftliche und zivile Einrichtungen sind unbewacht. Diese Einrichtungen sollten unsere nächsten Ziele im Kampf gegen die imperialistischen Unterdrücker sein. Wir müssen uns erheben. Führen Sie uns zum Sieg. Okay, wir müssen wohl wieder die Kräfte zusammenschaufeln, die wir verloren haben gegen die Chinesen oder die GBA gegen die Chinesen verloren hat. So. Wir rücken schon hier ein. Sogar gegen die Chinesen. Wundert mich gerade ein bisschen. So, ein... Boah, krasse Aktion. Mit den Sprengungen. Oh, erstmal die Soldaten niedergefahren. Alter. Die kommen hier ohne weiteres durch. So wie wir die GBA mittlerweile kennengelernt haben. So zeigen sie sich hier. Und vernichten so ziemlich gleich die Basis. Alter, tun sich die hier leicht. So, wo ist meine Maus? Da ist sie. So, ist eh gleich alles zerstört, also ist mir Pelle. So. Fertig. So. Kommt mal her hier. So, tötet die Leute. Huch. Hoppala. Da sind mal die Traktoren hier kaputt gegangen. So, jetzt machen wir hier die Basis noch fertig komplett. So wird's wohl... Boah. Muss wohl sein. Ah, ein Atomkraftwerk ist auch nicht so pralle, wenn es kaputt geht hier. Aber unsere Einheiten sammeln mal wieder Erfahrung. So, was ist jetzt los? Zieht euch in unser Bergversteck zurück und bereitet euch auf den Gegenschlag vor. Die Chinesen suchen unseren Stützpunkt. Oh, das auf jeden Fall. Die werden sauer sein. Die Chinesen haben rund um den Damm Stellung bezogen. Die Sprengung des Damms wird die Menschen von der chinesischen Tyrannei befreien. Okay. Die Chinesen haben sich in diesem Dorf eingenistet und vergiften die Gedanken dieser einfachen Fischer mit ihrer Propaganda. Dann muss ich den Propagandaturm auch noch kaputt machen. In der Nähe einen Waffenhändler. Wenn wir ihn finden, können wir bei ihm Waffen für unseren Kreuzzug kaufen. Okay. Aber wir müssen den Damm zerstören. Die Chinesen sollen für ihre Arroganz büßen. Das auf jeden Fall. So. So, aber wir brauchen noch sicherlich irgendwas. So, wie sieht die Sicherung hier aus? Naja, mager, mager. So, hier so ein Sicherungsturm oder was das ist. So, und natürlich Einheiten auch wieder produzieren. Alle die hier hinschicken und natürlich das auch noch hier machen, also errichten. So, zum Schnellern sind sie natürlich nicht beim Errichten hier. Aber man kann damit leben. Würde ich jetzt mal behaupten. So, wir suchen uns dann hier mal tot gleich. So, erstmal hier Zeug ankarren, so wie es aussieht. Oder nicht nur so wie es aussieht, sondern... So wie es ist. So, dann rücken wir mal aus. Mal gucken, ob uns das was bringt hier. Wo hier, ja, die Sache wieder losgeht hier mit der GBA. An die Mission kann ich mich so gut wie gar nicht mehr erinnern. So, hier ist der Propagandaturm. Den müssen wir gleich mal zerstören. So, da ist er auch schon kaputt. Und hier rücken Chinesen schon an. So, yes. Gleich so viele Leute hier. So, macht den Panzer kaputt.
So, der ist eh gleich hin. Die Fußsoldaten, die sind natürlich ein leichtes. So, aufgestiegen sind wir auch schon wieder. Dann kriegen wir die Schnellreparatur auch noch oben drauf. So, kommt schon. Greift den Panzer hier an. Einfach mal just for fun. Au, au, au. Es tut natürlich weh. Sehr weh tut es. So, ist eh gleich hin. Yes. Alter. Ja, natürlich verlieren wir jetzt Panzer für Panzer. Das ist nicht unbedingt Sinn und Zweck der ganzen Sache. So, hier ist auch noch so ein blöder Propagandaturm. So, und ich produziere mir hier noch ein paar Einheiten. Ein paar müssen noch. Weil sonst sehe ich hier ziemlich schnell ziemlich alt wieder aus. Das wäre natürlich nicht vom Vorteil. So, eine Kaserne haben wir und ein Geheimlager. Das ist Geheimlager, oder? Hoppala, ich drücke wieder das Verkehrte. So, du kannst mal wieder hier ausscharren. Um hier natürlich wieder Dings zu kriegen. So, ich guck mal hier runter. Tötet mal den hier. Es tut hier, glaube ich, gut. So, hier unten ist auch eine Basis der Chinesen. So, versuchen wir dann das einzunehmen. So, weiter angreifen. Es geht ja relativ easy so. Oh, so natürlich nicht. Alter, da steht schon einiges rum. Wir haben einen Krieger verloren. Ja, der war schnell tot. So, die Panzer rühren sich mal nicht, also da bin ich mal froh drum. Solange ich die nicht einmischen lasse, ist ja alles in Ordnung, ne? So. Unser Land wird bedroht. So, da oben wird schon wieder angegriffen, wieso auch immer. Ah, gut. Hat sich erledigt, so wie es aussieht. So, ich mache hier noch ein paar Soldaten. Um hier einfach gewappnet zu sein auf den chinesischen Angriff. Ja, der Turm ist eh gleich Schrott. Der ist gleich Schrott. Und wie der Schrott ist. So. Müsste ich den Turm auch noch zerlegen, aber da... Da sehe ich schwarz, dass ich hier durchkomme. So, aufgebaut haben wir uns. Dass wir hier schon mal schön ruhig unterwegs sind. Gegen den Panzer verliert er. Brauche ich ein paar Panzerbrecher, so wie es aussieht. So, könnt ihr ein bisschen schneller produzieren? Wäre nett. Ach, kommt schon. Ihr geht mal hier runter. Und dann greift mal alles an, was hier so unterwegs ist. So, du hilfst natürlich mit. So. Es sind natürlich die schnellsten Einheiten. Natürlich verbrate ich die jetzt gerade. Alter. Wartet mal noch. Dann kommen meine Fußsoldaten hier angewackelt. Wäre nett, wenn sie bald kommen. So, ein paar noch nachscheffeln einfach mal. Dass wir schon mal wieder was auf Lager haben. So. Angriff, Leute. Angriff. Alles auf einmal. Das sind sie nicht gewachsen. Oh, fuck off. So, aber die Raketenwerfer machen hier gut Schaden. So, kommt schon. Greift an. Mit geschlossener Energie wird die GBA hier gut aufsteigen. So, macht den Panzer kaputt. So, ein bisschen Geld gescheffelt durch die Schrottteile der Chinesen. Wartet mal. Nee, einnehmen. Hätte ich eigentlich eher machen müssen. Das wäre natürlich besser gewesen. Würde ich jetzt mal jetzt so behaupten. Aber jetzt gehen wir hier in die Verteidigung über. Ist wohl besser so. So, was wird wohl hier hinten sein? Wohl nichts Interessantes. So, jetzt haben wir es gleich.
Die Kaserne der Chinesen. Können wir da nicht chinesische Einheiten hier produzieren? Das wäre natürlich genial. Ja, können wir sogar. Ist ja geil. Ist ja geil. So, noch chinesische Truppen hier organisieren. Das ist natürlich genial. Niemand kann uns aufhalten. So. Wir brauchen hier noch ein paar Einheiten, Jungs. Da muss schon noch was her. So, der Funker funkt munter. So, wo wird es hier denn weitergehen? Hier ist eine Basis, wenn es wäre. So, natürlich zwei produzieren immer schneller. So, noch ein paar hier reingeschickt in die Produktion. So, geht mal hoch hier. Ich warte auf euch. Das muss schon so sein. Aber jetzt schäffelt man noch ein bisschen Geld hier, um einfach mal noch ein paar Panzer bauen zu können, wenn die mal hier vor Ort sind. Die GBA schlachtet halt alles mittlerweile rigoros aus. Oder nicht mittlerweile, einfach weil sie es können, schlachten sie alles aus. Und verdienen so sich nochmal Geld dazu. Das ist natürlich genial, habe ich total vergessen. Weil ich wirklich die GBA früher sehr selten gespielt habe, weil ich ungern mit ihnen gespielt habe. Ich weiß zwar nicht wieso, aber es war einfach so. So, wir suchen jetzt die komplette Karte ab. Dass wir den einen Fuzzi finden, der uns hier mit Waffen versorgen kann. Ich bin halt gespannt, wo der rumsteht. So, aber ich erkunde hier einfach mal die Map. Das dürfte dann schon funktionieren. Es wird Steuerung 1 mal wieder. Und hier produzieren wir uns wieder ein paar Einheiten für den Notfall. So. Ah, hier sieht schlecht aus. Aber hier ist schon wieder ein Mäuerchen. So. Die ganzen Zivilisten sind zu uns übergelaufen, dass sie hier gleich mithelfen. Aber irgendwie sind die ziemlich schnell ziemlich draufgegangen. So, wo ist denn der? Das gibt's ja nicht. Rast mal das Gelände besser ab. Ach so, da sind wir hergekommen. So wird der hier nicht in der Nähe stehen. So, hier ist ein Hügel, so wie es aussieht. So, wo wird der denn sein? Da ist eine chinesische Basis. Niemand kann uns aufhalten. Und UNO-Hilfspakete. Ist ja geil. So, schießt auf die Fässer, Jungs. Schießt auf die Fässer. Dann können wir uns die UNO-Hilfspakete holen. Nachschublager wäre das. Sie werden sterben. Wir haben einen Typen verloren. So, das hat natürlich gut Verwirrung gestiftet gleich mal. Und natürlich das Nachschublager auch ziemlich schnell zerlegt. Der Weg ist frei. So, rennt mal zu den Hilfspaketen. Alter. Alter, hab ich jetzt Kohle? Nur weil wir hier die Karte so richtig geil abgesucht haben. So, wir gehen hier mal in Verteidigung. Und dann produzieren wir hier noch ein paar Einheiten, weil wir jetzt natürlich das nötige Kleingeld für haben. So, und hier unten natürlich auch. So, das dürfte reichen fürs Erste. Die höhere Ordnung soll herrschen. So, hier in die Freifläche, ihr Leute. Nicht hier Müdigkeit vorschützen, auch wenn ihr sehr krank seid und hilfsbedürftig. Ist es keine Entschuldigung für diese Lahmarschigkeit. So, hier ist die Stadt wieder. Aber hier ist noch ein chinesischer Trupp. So, die machen wir hier fertig.